Recht herzlich willkommen zur 105. Folge von Simotrans. Ja, wir sind in Flotow zugange und sollten mal gucken, dass wir die Stadtbusse, die wir gerade nicht erwischt haben, weil da eine Bushaltestelle ist, unter die Lupe nehmen. So, jetzt gucken wir hier mal da rein. Erstmal 2, 4, 6 auf der Linie. Und die meisten davon fahren leer durch die Gegend, oder wie sehe ich das? Da sind 3 drin. Ja, das ist ja... Ja, der hat jetzt am meisten hier. Okay, da hat einer 68. Wo ist denn der jetzt? Ach so, der ist bei der Wechselhaltestelle. Ach, die sind die, die zum Hafen fahren. Deswegen haben wir da so viele drauf, kann das sein. Aber wie viel wollen denn hier noch zum Hafen? Das ist die Frage. Okay, 131. Das heißt, jetzt werden wieder 68 abgeholt, richtig? Ja. Und dann nochmal, das heißt, 3 Busse reichen definitiv, um das abzufahren. Und die kommen ja auch nicht regelmäßig da rein. Oh, guck mal hier, der ist gerade leer. Dann kicken wir den sofort raus. Ja, und dann ausmustern. Weil den braucht man jetzt definitiv nicht, ne? Würde ich sagen. So, dann ist nämlich hier nur noch einer jetzt, den wir hier brauchen. Kloto 9, das ist da, ist klar. Achso, da sind noch 6 mehr, aber das ist trotzdem egal. Und 5 fahren über Waldeck, das ist nämlich auch nur ein Bus, der nach Waldeck muss dann. Die meisten müssen halt nach Sonderhausen, weil da halt Lauter auch noch hinter sitzt, ne? Und? Ja, nur Lauter. Ja, jetzt kommt nämlich noch ein Bus und dann ist das auch erledigt. Das heißt, wir sollten vielleicht den abwarten. Wenn der entladen ist, dann kicken wir den auch raus. Auf jeden Fall. Der wird ja jetzt gleich wohl den dann auch loswerden, die beiden, ne? Machen wir mal hier nicht laden bei dem, dann kriegen wir den auf jeden Fall leer, ne? Nicht Details machen, ne, dann fährt er auch noch, das ist gut. Dann kriegen wir das hier sofort mit, wenn er leer ist. Wir können da ja auch sofort draufklicken und ausmustern, ne? Weil der wäre ja erst ausgemustert, wenn er leer ist. So, jetzt haben wir hier 4 Stück und davon sind fast alle voll, bis auf der hier, der nur 56 hat. Okay, und hier sind nur noch Gäste, die nach Sonderhausen wollen. Jetzt müsste man gucken, wie lange dauert's, bis die weg sind. Weil momentan funktioniert natürlich jetzt auch nichts, weil... Ja, genau so ist es. Das heißt, wir werden die Linie da ändern. Das macht ganz viel Sinn. Wir bearbeiten die Linie da. Warte, dann machen wir das auch noch zu. Und das können wir offen lassen. Weil den lege ich mal dahin. Wir ändern die Linie. Und diese Haltestelle fahren wir nur 2-mal an oder 1-mal. Das ist einfach schlecht, dass wir hier den Wechsel haben, ne? Die Busse, die hier auf den anderen, den Fernbusse, die dürfen nicht hier ankommen. Die Fernbusse müssen definitiv hier oben ankommen, ne? Das hat anders eigentlich keinen Sinn, ne? Jetzt pass auf, jetzt kommt da ein Fernbus. Lass schnell dies zumachen und wir gehen da drauf und dann sehen wir, wie wir die so bringen. Eine Ladung. Davon fährt noch zwar noch 2 nach Flotow. Nee, nach Waldeck und 6 Flotow intern wohl oder sowas. 108. Da sind 108 Durchreisende. Nimm mal gerade den letzten Bus. Hat der überhaupt welche geladen? Ne, siehst du, der hat keine geladen. Und der? Auch schon keine geladen. Ja, das ist ja dann die nächste Frage, ob die da alle drauf fahren müssen, ne? Aber wir müssen noch die runterfahren, das ist das Problem hier. Die 326 müssen noch weggebracht werden. Das lassen wir noch eine Runde laufen und dann sehen wir weiter. So, jetzt haben wir das alle zugemacht, ne? Zeige ich schnell die Linie. Ach so, das ist der Fernbus nach Waldeck. Wo ist denn der erste von Waldeck?
Ach, der ist auch hier. Und der zweite Waldecker fährt hinterher leer, ne? Lass mal gerade schneller laufen. Okay, 17 intern. 0. Fährt jetzt mit 0 und 11 intern. Warte mal, das ist ja der Ballwecker Fernbus. Verfolgen wir mal. So, der hat jetzt 19 aufgenommen. Ach so, der andere war voll, alles klar. Wir stehen denn hier an der Haltestelle, dass der so viel fährt. Ach so, okay, da müssen wir noch. Nee, das sind ja alles interne und das, ach so, okay, dann, der ist voll und der, dann wird das definitiv auf zwei Bussen, sonst, der fährt ja immer voll auf jeden Fall, das ist der erste, ne? Und jetzt müssen wir gerade gucken, der fährt wahrscheinlich auch auf Rückfahrt voll. Nee, das macht er nicht. Aber er fährt immer wahrscheinlich in den 64 auch nicht ganz voll. Lass mal gerade gucken, 68, jetzt ist der voll nach da. Ja, 19. Ja, wieder 68. Also das auf der Linie ist alles schon mal richtig, die Fernbusse. Weil definitiv ist der fast immer voll und der kriegt dann noch welche ab. Der fährt zwar miese, aber durch den ersten wird's dann wieder amortisiert. Gut, dann haben wir das geklärt. Welche Bushaltestelle ist das? Die Stelle. Okay. Und hier ist es jetzt zur Schmiede noch 56. Die fahren Waldeck. Die fahren alle. Jetzt fährt keiner mehr zum Hafen. So, jetzt müssten wir mal gerade schnell gucken. Wahrscheinlich haben wir den jetzt offen und das ist der da. Wie viel passiert jetzt hier auf der Linie? Ja, alle voll. Die vier sind jetzt Stadtbus intern und die sind alle voll. Der letzte ja nicht. Der hat nur 56, aber der kriegt den internen Stadtverkehr dann noch. Schwierig, ne? Der kann hier weg, Waldeck. Ja, also da ist immer genug. Der hat jetzt 65, das heißt, der ist auch noch nicht, immer noch nicht voll. Jetzt wird da auch einer leer wieder dann. Ist das jetzt hier die Waldeckstraße? Ach so, da kommt jetzt gleich der an und der macht dann die Bushaltestelle da voll. So, der hat 65 noch. Das heißt, da können immer welche ein- und aussteigen. So ist nicht. Also, jetzt fahren ja auch die anderen nochmal, ne? Jetzt fährt er zum Hafen, kann das sein? Oder fährt er lang? Dann werden wir darauf achten. So, hier ist eine Bushaltestelle, die ist voll. Das war die. Wie viele stehen denn da sonst noch? So, auch 10 erst. Okay, dann kommt bestimmt gleich ein Bus vorbei und macht die leer. So, weil er ist ja jetzt voll, er kann keiner aufnehmen. Jetzt müssen wir gerade gucken, was er hier hinter sich lässt. Die ist aber leer, also funktioniert das da. Und jetzt ist die nächste Tour dann, ja, dahin. Das passt dann schon. Ich glaube, das können wir gerade erstmal so lassen. So, wer war das? Das war die Bushaltestelle unten. Das läuft. Floto. Waldeck ist geklärt. Waldeck fährt jetzt Vivo Stadtbusse. Gucken wir gerade. Zwei. Und der eine ist auch relativ voll und der andere nicht so sehr, ne? Mal gerade drauf achten noch. Waldeck hat jetzt gerade seine Leute irgendwo abgesetzt.
Der oben auch, der hat nur noch einen und ja, dann nimmt er wieder welche auf. Der untere ist jetzt gerade leer. Kriegt wieder ein paar rein. Da gibt es eine Wartezeit, okay. Die jetzt Sinn macht, ist dann die Frage. Aber dadurch sind die wieder auseinander, die Busse, also lass es mal so. Der ist jetzt voll, aber der andere nicht. Okay, dann passt das schon. Ich glaube, die zwei können wir hier auch so fahren lassen. Das ist schon okay. Also Waldeck passt. Flodo haben wir abgearbeitet. Passt auch. Gucken wir nochmal hier gerade rein. Die fahren jetzt zur Schmiede alle. Dafür haben wir die vielen Busse da. Wo ist er jetzt? Okay, der ist da unten. Das Waldeck, das können wir zumachen. So, hier ist das soweit. Okay, also wie viel sind jetzt drin für Sonderhausen? Noch 148. Da müssen wir nämlich jetzt drauf achten. Nee, das sind überhaupt nicht für Sonderhausen ist ein Bus. Zwei Busse dann voll wahrscheinlich gleich. Dann sind die ja schon mal durch, ne? So, den letzten. Der fährt aber schon von da aus leer weg. Das heißt, der kann zum Depot. Und der letzte hier jetzt noch, auch zum Depot. Weil ich gehe davon aus, dass in Sonderhausen nicht so viele Leute stehen, die jetzt nach Floto wollen, ne? Das sind jetzt noch drei oder was? Vier? Aber da stehen 652 Leute, die nach Floto wollen. Ja, nach Lauter über Dingens. Das heißt, ja. Die brauchen wir dann doch schon, die Menge der, sag schon, Busse. Da sind jetzt so viele drauf. Das ist die Bushaltestelle, ne? Genau. Wo fährt der? Der fährt jetzt gerade hin und der fährt jetzt weg, ist leer. Aber wieso das denn? Ach so, der fährt zum Depot. Nehmen wir den wieder raus. Nehmen wir den wieder raus, das bringt nichts. Das wären zu wenig sonst. Ja, komm, zack. Die brauchen wir momentan definitiv, weil hier noch 700 Leute stehen. Ja, das muss ich dann auch einpendeln, ne? Was macht der Stadtbus hier? Sind zwei auf der Linie? Ne, der ist nicht mehr auf der Linie, der kann raus. So, da ist nur der eine und der fährt zurzeit miese ein. Ist das der? Ich glaube, das ist der, ne? Ja. Den lassen wir einmal schnell laufen. 15, 44, 0. Okay, der fährt Leute durch die Gegend, aber der fährt halt als Stadtbus da miese ein. Das ist dann so. Das heißt, der Stadtbus hier ist geklärt. Jetzt müssen wir nochmal die Halte. Ne, die ist hier offen, ne? Genau. Wer fährt denn nach Lauter? Einer. Jetzt müssen wir gucken, wer auf der Linie Lauter ist. Fernbus. Fernbus Lauter, Sonderhausen, da ist er. Okay. Ich glaube, den mustern wir aus. Weil da ist noch einer leer. Der fährt jetzt von Lauter nach Dingens. Hier stehen ja keine für Lauter oder so gut. Hier stehen ein paar, klar, aber nicht der Rede wert. Und dann ist da einer sowieso zu viel drauf. Weil der fährt ja gerade die Leute dahin, nach Süden. Wenn das dann Süden ist, ist eher Osten wahrscheinlich. Gut. Der ist geklärt. Wird ausgemustert, da kann ich den auch schließen. Das heißt, das ist auch soweit am
funktionieren, ne? Flotow Waldeck sind halt die beiden. Ja, der macht jetzt natürlich doch zu viele Miese in meinen Augen, ne? Und der macht jetzt hier immer volle Fahrten, ne? Einmal kurz gucken. 47. Rückweg und dann wieder 68. 17. Und 0. Okay. Das bedeutet, den schicken wir ins zum Depot, den brauchen wir dann nämlich nicht. Wenn der jetzt 0 fährt und der 0 fährt, dann ist es doch geklärt. Dann ist der gleich runter von der Linie, oder? Lass mal schneller fahren. So, jetzt ist der im Depot. Den nehmen wir von der Linie, den auch. Passt. Dann lass den einzeln fahren, auch wenn der immer relativ voll ist. Das müssen wir nur im Auge behalten dann. Das ist dann aber soweit gut, denke ich. So, jetzt haben wir den geklärt. Flotow Waldeck. Der fährt jetzt Sondershausen-Flotow. Ja, wie sieht es jetzt auf der Linie aus? Weiß ich jetzt nicht, ob das die Depotgeschichten sind, die beiden hier. So, wer nimmt was mit? Da fahren sechs Busse. Das sind nur vier, die ich da sehe. Und da sind die anderen beiden. Waren auch welche voll oder sind die einmal alle leer? So. Der ist voll. Da fahren fünf mit. Da fährt keiner mit. Und da fährt dann auch keiner mit, oder? So, der ist schon irgendwo offen. Da. Also diese beiden haben jetzt keinen an Bord. Das sind die. Die anderen sind okay. Ach, die beiden, die ich ins Depot geschickt hatte, waren dann die beiden, die da einzeln fahren. Alles klar. So. Der ist auf dem Rückweg mit 0 unterwegs und der auch. Doch zum Depot fertig. Fenster zu, die beiden gehen definitiv zum Depot. Bringt ja nichts. Fahren hin und her leer. So, das ist jetzt welche Bushaltestelle? Die bei Sondershausen. Stehen komischerweise 387 und die sind nicht geladen worden, oder was? Steht jetzt wieder keiner, ne? Komisch. Ach, das ist Lauter. Die wollen nach Lauter. Die wollen nicht nach Flotow Hafen. Das ist das Problem. So, das bedeutet, wir gehen ins Depot, das ist schon mal richtig. Wir holen einen von denen raus und schicken den auf die Linie Fernbus. Sondershausen Lauter. So, da, Start. Die haben da 369 sitzen. Ich glaube, wir nehmen noch einen mehr dahin. Nein, das ist der falsche. Sondershausen. Lauter. Ich glaube, den eben habe ich auch wieder falsch gesetzt, ne? Kann das sein? Ne, da fahren vier drauf. Das ist noch richtig. Dann war das vielleicht doch der richtige, den ich eben ausgewählt habe. So, wer ist er hier?
Gut, der bringt da welche hin, das ist ja auch richtig so. Die Haltestelle haben wir jetzt hier. Da sind die Floto-Leute. Die sind jetzt alle weg, das ist gut. Er fährt jetzt mit so vielen Leuten los und er ist der hier. Okay, der wäre jetzt mit 0 unterwegs. Mach das mal zu. Genau. Den brauchen wir nicht mehr, den brauchen wir nicht mehr. Und wer ist das? Lauter Sonderhausen, der fährt voll und ist auch gut so. Jetzt lassen wir gerade schneller laufen, um den da zu beobachten. Der ist auf dem Hinweg mit 68 und Rückweg mit 38. Aha, jetzt gibt's ja auch ein paar mehr. Und Rückweg wieder 68. Jetzt gucken wir gerade auf die Linie, da sind 4 Busse drauf. Jetzt müssen wir nochmal Sonderhausen angucken, wie viel da jetzt sind. Lauter 94. Ist jetzt abgebaut. So, jetzt ist das geklärt. Das machen wir alles zu. Jetzt müssen wir das auch zumachen. Jetzt gucken wir, wo ist er? Er fährt leer von Lauter nach Sonderhausen. Gucken wir mal, wie es auf dem Rückweg aussieht. Da hat er 68 mit. So, da fährt wieder einer leer durch die Gegend. Der fährt aber von Süden nach, also von Lauter nach Sonderhausen leer. Gut, und da kriegt er da aber wieder volle Gäste, oder? Nein, der fährt da raus. Doch, er hat jetzt 68, alles klar, war noch nicht bei der Haltestelle. Das passt. Hier ist einer, dieser, fährt gerade ohne Gäste. Gucken wir gerade rein. Jetzt hat er nur 8 gekriegt. Und? So im Rückweg auch mit wenig. 5 und keinen. So, zack. Der wird auch noch rausgemustert. Das pendelt sich ein, denke ich. Floto ist nicht voll, fährt in welche Richtung gerade? Und Floto nach Waldeck. Wie sieht's andersrum aus? Waldeck ist er voll. Umgekehrt wieder passend, wieder voll. Ich glaube, wir müssen mal einmal in Waldeck gucken, wie viel da drin sind. Ja. Sieht so aus, als ob jetzt hier eine Überfüllung stattfindet, ne? Ja. Ist definitiv so, dass da ein zweiter Bus drauf muss. Der muss Floto Waldeck, muss noch einer dann doch drauf starten. Passt. Schließen. 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 Das kann auch zu. So, das läuft. Die Fernbusse sind am Laufen. Jetzt haben wir nur den Stadtbus Floto noch, den wir angucken müssen. Da schreibt es schwarze Zahlen. Alle sind voll. Jetzt ist die Frage, wie es an den Bushaltestellen aussieht. Der hat 6. Der hat 4. Einer. Da steht gerade ein Bus. Hier ist gerade einer weggefahren und kommt einer. Okay, der wird auch genommen. Der steht aber immer noch, weil der Bus voll war. Wie viele Tausend stehen hier? Ja, zack, da muss noch einer auf Linie, egal wie. runter. Stadtbus Floto. Stadtbus Floto. Da. Und Start. Den verkaufen wir, denke ich. Achso, da müssen wir hier hin.
So, und den. Stadtbus Floto. Start. Ich glaube, da muss trotz alledem noch einer hin. Das ist jetzt der Sache geschuldet, dass hier wahrscheinlich zu viele noch zum Hafen müssen. Ne, die fahren nach Sonderhausen, das ist es nicht. Aber hier ist es wahrscheinlich so. Die sind über Riedenburg, aber hier über Floto Efeuweg. Die 342 müssen jetzt da runter. Jetzt müssten wir nur gucken, ob das mit dem Schiff passt. Die holen die nämlich jetzt da weg und dann kommt das Schiff. Das ist alles Schiffsverkehr. Riedenburg-Döbeln. Riedenburg-Rathaus. Floto 15 intern. Ja, und hier ist noch einer über EVW. So, das bedeutet jetzt nochmal Stadtverkehr angucken. Oder Stadtbus angucken. Was in diesem Moment jetzt passiert, ist das Entscheidende. Weil jetzt ist kein Schiff da. Wie lange fahren die leer durch die Gegend, ist jetzt die Frage. Da kommt schon ein Schiff. Das heißt, die haben das jetzt gerade geschafft. Das müsste der jetzt hier beim Hafen gewesen sein. Ist er auch. Die haben das gerade geschafft, abzuholen alle. Und das Schiff gibt jetzt gleich wieder Fahrgäste her. Wo ist er? Ah, er kommt jetzt vom Efeuweg leer, ne? Kriegt er jetzt da unten einen Fahrgast? Nee. Das bedeutet, es werden auf jeden Fall gerade welche. Er hat auch hier eine Wartezeit, okay? Warte mal, mach den nochmal auf. Fahr weiter, fährt er. Der eine fährt gerade miese ein, ne? Dieser hier. Das ist sogar der, okay. Ja, aber der kriegt doch jetzt wieder Plus, oder? Ich glaube, einer ist zu viel. Zum Depot, fertig. Der ist zu viel und dann wird's passen. Läuft, würde ich sagen, oder? Dann haben wir das alles geklärt. Ist schon wieder eine super lange Folge dadurch geworden. Aber jetzt haben wir den Stadtverkehr und den Personenverkehr und den vier Orten hier haben wir jetzt, denke ich, geregelt. Das müsste jetzt durch sein. Gut. Ja, dann gucken wir gerade noch die Karte an einmal. Kurz einmal rüber geblättert. Das schaffen wir jetzt noch. Oh, jetzt geht's hoch. So, die vier haben wir. Achso, wir wollten gucken, ob wir noch weiter ausbauen müssen, ne? Nee. Waldeck. Baut diese Straße riesengroß aus, aber mehr auch nicht. Ist noch nichts passiert. Sonderhausen ist noch abgedeckt, das ist okay. Lauter ist auch abgedeckt, aber ich glaube, den Zippel haben sie ja schon dran gebaut. Das wird nicht lange dauern, dann baut sich die Stadt weiter aus. Döbeln. Ist ist nicht abgedeckt. Da müssen wir nächstes Mal noch eine Bushaltestelle hinmachen, die dann da irgendwo mitten im Wasser sein würde. Da müssen wir dann genau überlegen, was wir machen. Warte auf freie Strecke. Sehr interessant. Da läuft was nicht. Das müssen wir dann auch angucken. Nächste Folge. Aber soweit ist das hier alles okay, oder? Ja, okay, das heißt, Radolfzell ist auch dran, genauso wie Döbeln. Hier ist alles abgedeckt, ne? Ja. Dann haben wir hier oben noch die Orte. Hier ist noch alles drin. Und hier auch. Und was sagt Riedenburg? Riedenburg wächst nicht mehr. Also wächst schon wahrscheinlich, aber nicht an den Stellen nach außen gerade. Gut, dann heißt es nächstes Mal Döbeln, Radolfzell angucken.
Ja, und diese Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.